Novak Djokovic ist wieder die Nummer 1 der Tenniswelt. Der Serbe löst Rafael Nadal nach dem Masters-Turnier in Paris an der Spitze der Weltrangliste ab. Der Spanier hatte verletzungsbedingt auf eine Teilnahme in der französischen Hauptstadt verzichtet. Djokovic krönt damit ein erfolgreiches Jahr. Mitte Juni noch war er nur die Nummer 22. Nach den Siegen in Wimbledon und bei den US Open kehrt der 31-Jährige nach knapp 2 Jahren an die Weltspitze zurück.